Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Power Wash Simulator. Jawohl, wir sind wieder hier am Start und ey, cool. So kann man die Düsen viel schneller wechseln. Habe ich gerade erst gecheckt. Korrekte Sache. Ja, wir müssen hier immer noch den Garten sauber machen. Und da würde ich sagen, machen wir hier direkt mit diesem Teich oder was das hier ist, mal weiter. Da müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich ran. Und einiges an Steinen hier sauber machen. Da haben wir noch ordentlich was zu tun. Aber geht vorwärts, ne? Geht vorwärts. So, da ist noch ein bisschen Dreck. Also, wie man so ein Haus hier so verdrecksen lassen kann, ist schon traurig, ne? Na gut, so sind die Leute nun mal. So, hier schön den Innenraum von dem Teich hier mal sauber machen, dass wenn hier mal wieder neue Fische Einzug erhalten sollten, dass sie sich hier auch wohlfühlen. Ne? Zack, so hier. Da noch so ein bisschen. Richtig schön hier den Boden wieder zum Glänzen bringen, ne? Da sehe ich uns. Jawohl. Ah, wird auf jeden Fall sauber, ne? Die Teichfolie, die hier gereinigt werden muss. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier aussieht. Das ist jetzt hier die Teichwand. Ja, die ist noch nicht ganz so sauber. Da muss ich aber noch mal gucken, wo ich da oder was da noch dazu zählt. Ich glaube mal, so eher noch so der Außenbereich noch. So, wo haben wir hier noch sonst Dreck an der Teichfolie? Zeig mal her. Da noch so ein bisschen. Ah, hier ist auch noch was. Kleine Fitzelchen noch. So, jawohl, sehr schön. Teichfolie haben wir. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier draußen noch ein bisschen was von der Teichwand hier machen. Ah, hier die Treppenstufen müssen wir auch noch machen. So, hier an der Teichwand noch. Oha. Hier ist noch richtig Dreck. Warte mal, kriegen wir das. Ne, hier mit der Düse hin. Vielleicht geht das mit der auch genauso schnell. Oh, sieht ganz gut aus. So, zack, hier. Aber überall hier reinhalten. Jawohl. Ah, ich glaube, wir nehmen doch die gelbe. Die ist da ein bisschen strammer am Start. So, wir sind jetzt hier mit dieser Umrandung hier aus. Zählt also alles in einem, oder? Ich weiß es noch nicht. Ja. Aber die Teichumrandung ist ordentlich dreckig, du, ey. Da ist richtig harter Mock dran. Er weiß auch gar nicht, wo der Anfang, wie wollen sie mit sauber machen, ne? So, guck mal hier. Auch noch überall Dreck. Hier oben an den Steinen, ne? Da auch noch. Ah, hier kriegen wir es so langsam in den Griff.
Blöde ist, man weiß halt auch nicht so richtig, was gehört alles noch zu dieser Teichwand dazu. Ne? Gehört jetzt hier diese Umrandung, hier das hier. Gehört aber auch noch mit dazu. So wie es aussieht, ja, ne? Dann sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen was beschäftigt. So, hier die Umrandung auch noch. Hier unten in der Ecke da, ne? Was hier noch so los ist. So, hier auch nochmal. Überall den guten Bock wegmachen, ne? Alles hier schön ins Blumenbeet reinfeuern. Ah, dafür gehen hier die ganzen Flächen und so ganz gut weg. Zack. Ich glaube, man kann auch hier so Reiniger kaufen und sowas. Aber das kostet, glaube ich, Unmengen an Geld. Und, ey, dreimal dürfte raten, was wir nicht haben. Geld. So, hier auch nochmal. Zeig mal her. Ach, guck mal hier. Hier ist auch noch ordentlich. Überall noch richtig harter Dreck. Am Start, boah, das war auch echt übelst anstrengend, ne, die Nummer. So, wir machen mal hier das Gröbste erstmal. Schön mal hier die Umrandung entlang. Hier, zack. Dass das hier alles mal wieder richtig nice aussieht. Man will sich ja in seinem Garten auch irgendwie wohlfühlen, ne? Also, muss ja sein, ne? Wenn man sich irgendwie keinen Urlaub leisten kann oder sowas, dann will man ja zu Hause es schön haben. So. Und dann kommt Scheinbill ins Spiel. Der reinigt hier alles weg. Ja, zack. Ah, ist noch ordentlich, ne? Ist noch richtig viel, was hier an Dreck ist. Überall so in den Rillen und in den Ritzen hier überall. Ja, zack, schön Druck drauf hier. Jawohl. So, die Teichboden ja hier auch noch sauber kriegen. Da ist auch noch Dreck hier. Hier unten noch. Und hier drunter müssen wir auch noch, ne? Ah, guck mal hier, was hier noch an Dreck ist. Ist ja noch richtig hart dreckig hier alles. Nee, so. Ja, weil so sieht es aber schon besser aus. Einmal wieder aufstehen. Ist die Teichfolie auch gleich vom Schmutz befreit. Ja, hier, ach du Schande, guck mal, wie es hier unten runter aussieht. Jatte. Absolute Katastrophe. Wie weit kommt man denn eigentlich da drunter? Alter Schwede. Hier ist ja noch richtig harter Dreck überall. Jawohl, sehr gut.
Ja, sehr gut. Genau so will ich das sehen. Damit haben wir das nämlich auch schon sauber hier. So, hier die Umrandung dann noch. Zack. Ja, sehr gut. Genau so. Genau so muss das laufen. Ah ja, noch schön die Treppenstufen hier sauber. Hier, das zählt auch zu richtig hartnäckigem Schmutz irgendwie. Hier drunter ist richtig siffig. Aber überall, ne? Wo das Auge hinblickt, siff. Aber da ist noch. Guck mal, was hier noch überall ist. Jawohl. Was mit dem hier? Zack, haben wir den auch sauber. Jawohl, sehr schön. Ich stehe schon erledigt, ja, ne? So wird das Ganze hier sauber. Jawohl, zack. Und auch da haben wir es sauber. Klingeln sie der Kasse quasi. So, Parkwäsche, ist da der generelle Schutzfinder? Ich habe deine Daten von einem gewissen Harper Shaw, der auf dem örtlichen Spielplatz angeblich ein Schmutzproblem vorliegt. Ah ja, okay. Ich habe mein Traummobil bei den Auktionen gesehen. Also vor Aufträgen können wir uns wahrscheinlich hier noch nicht retten, ne? Ja. Mal her. Zack, sauber. Ich glaube, das sollte hier passen. Na? Geht das jetzt sauber? Ne, immer noch nicht. Warum nicht? Irgendwo haben wir noch Schmutz. Ja, aber sehr schön. So, was ist jetzt hier oben mit dem Ding? Dann ist da auch noch was. Oh Gott, was ist denn hier überall was? Jawohl. So, jetzt haben wir's. Okay. Dann hier die Umrandung noch. Jawohl, sehr schön. So, das sieht alles gut aus hier, die Stufen. Halt. Irgendwo war da noch was. Ah, da unten wahrscheinlich. Jawohl, sehr gut.
Auch das haben wir. Ist das auch? Jawohl. Und das ist auch. Sehr gut. Okay, alles klar. Das sieht alles schon mal hervorragend aus. So, dann müssen wir hier die Umrandung noch machen. Dann begeben wir uns mal an den Zaun, glaube ich. So, zack. Hier alles schön sauber machen. Jawohl, sehr schön. So, hier das Vogelhäuschen, das machen wir später, ne? Oh, jetzt erstmal hier die Wand, würde ich sagen. Das ist ja richtig Moos. Ah, machen wir so. Zack. Stützmauernkrone. Okay, alles klar. Hammer. So. Ah, hier ist noch. Ah, da unten noch. Jawohl, sehr schön. Haben wir auch. Dann gehen wir mal an den Zaun hier ran. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Wie schnell der hier am Start ist. Oder ob das jetzt hier echt voll die Mammutaufgabe wird. Warte mal. Zack, jetzt versuchen wir mit dem. Ah, das sieht aber ganz gut aus, ne? Oh, das könnte aber echt voll die miese und fiese Aufgabe werden. Durch diese ganzen Löcher, die man hier hat. Oh, echt mies. Aber man sieht es trotzdem ganz gut. So, da noch ein bisschen. Was haben wir denn da hinten noch dreckiges? Achso, das ist die Wand da hinten. Der Garten hier, der nimmt echt kein Ende, ne? So, warte mal. Ich glaube, jetzt haben wir den Zaun von an dem Stück hier zumindest schon mal ein bisschen was gereinigt. Frage ist natürlich, wie sieht er von der anderen Seite noch aus, ne? Wahrscheinlich noch wie Hund. Boah, so ein Zaun ist echt nervig zu putzen, finde ich. Da wäre es wahrscheinlich gut, wenn man irgendwie so einen Reiniger hätte oder sowas. Viel ist ja hier nicht mehr, ne? An dem Zaun quasi. Schauen wir uns das Ganze mal von der anderen Seite an. Hier ist noch an dem Pöller. Da auch noch. Jawohl.
Das ist die Frage, was zählt da noch alles mit dabei, ne? Ranggitter. Das ist die Frage, ne? Diese Umrandungen hier. Zählen die einzeln oder gehört das dazu? Weil die Pfeiler hier, ne? Ah, guck an. Zack. Okay, das Ranket ist fertig. Das, wenn ich darauf gucke, das ist dann. Ah, okay, dann gehört es dazu. Alles klar. So, der Pöller nämlich nicht. Und der dann wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt zack, überall nochmal drüber gehen. Dann sollte das ja dann auch gleich hier abgeschlossen sein. Jawohl, sehr schön. So, gehört da jetzt hier noch irgendwas? Nee. Nee, sieht gut aus, ne? Ja, würde ich sagen. Dann hier noch den Zaun. Ja, das ist echt übel, ne? Wow. Das wird wahrscheinlich eine langwierige Nummer hier. Hier ist noch Dreck. Ah ja, boah, sehr gut. Das ist schon mal fertig. Der Pöller auch, sehr gut. Jawohl, sehr gut. Das sieht doch nice aus. Hier klingelt ohne Ende. Schön hier den Schwarzschimmel runter spülen, ne? Man kennt es. Jawohl, sehr schön. Auch die Wand haben wir. Und den Pöller haben wir. Sehr gut. Ja, hier läuft noch wie geschmiert. Kann man da echt nicht meckern. Das läuft doch richtig gut hier. Da kann man ja auf jeden Fall schon mal einen Grillabend machen auf der Terrasse, ne? Also, würde ich jetzt mal so behaupten. Wetter wird ja jetzt auch immer schöner. Ja, hier, zack. Fertig, da läuft der Hase. Ja, bis hierhin sieht das doch schon mal wieder richtig nice aus, oder nicht? Würde ich mal so behaupten. Auf jeden Fall. Der Teich ist wieder in Ordnung, ne? Muss man hier noch ein paar Gartenmöbel und den ganzen Kram hier noch sauber machen. Hier wieder dieses Vogelhäuschen hier. Zack. Damit hier auch wieder Vögel rein wollen. Weil hier würde ich auch als Vogel sagen, so hier die Drecksbude auf gar keinen Fall. Stimmt bei dem nicht. So, Vogelhaus Ständer. Hat Ständer gesagt. Na komm. Wo fehlt denn hier noch was? Alter, Schwede, das ist ja noch überall direkt. Warte mal. Oh, guck mal hier. Warte mal, ich nehme mal hier wieder die gelbe Düse. Zack. Ah, jetzt mal hier totale Überflutung hier in den. Okay, das hat man vielleicht nicht. Hier in diesem Vogelhäuschen.
So. So, wo fehlt noch was? Irgendwo fehlt noch was. Ah, hier hinten. Kommt man irgendwie so scheiße dran, ne? Jawohl, sehr schön. Auch das Vogelhäuschen ist sauber. Juhu! Nice. Ja. Das sieht doch schon mal wieder hervorragend aus, würde ich sagen, ne? So, Grillplatz müssen wir noch, die Schaukel noch, das Kinderauto hier und Rasenmäher und die Gartenhütte noch, ne? Dann sind wir, glaube ich, durch, so wie es aussieht. Ja, schauen wir mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, kostenlos abonnieren. Danke dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier den Rest machen, ne? Ich sage mal, bis zum nächsten und ciao, ciao.